Ich bin Zweier und ich heiße euch willkommen zum zweiten Teil des Mondlandungstutorials. Im ersten Teil haben wir unser Schiff, die Apollo 1, gebaut und sind zum Mond geflogen. Jetzt befinden wir uns in einem stabilen Orbit um den Mond und wollen dort gerne landen. Einen genauen Landeplatz könnten wir uns aussuchen, wobei das mit unserem Treibstoff gar nicht mal so rosig aussieht. Daher sind wir jetzt froh, wenn wir überhaupt irgendwo landen können. Ich warpe jetzt noch ein klein wenig vor, bis wir im Tageslicht sind und dann geht es auch schon los. So, das mit der Landung funktioniert ähnlich wie im Start, nur andersrum. Das heißt, wir bremsen unsere Orbitgeschwindigkeit so lange ab, bis unsere Periapsis in die Oberfläche des Mondes sinkt. So ungefähr. Das geht beim Mond dank der niedrigen Gravitation relativ gut. Je höher die Gravitation ist, umso größere Geschwindigkeitsveränderung bräuchte man da natürlich. Also bei Kerbin zum Beispiel. Gut, da haben wir noch die Atmosphäre glücklicherweise. Zumindest bei der Landung glücklicherweise, die uns da unterstützt. Umso mehr bräuchte man natürlich zum Beispiel bei einem MOHO, also dem quasi Merkur-Äquivalent im Kerbal Space Program. Dort ist die Landung sehr schwierig, weil der keine Atmosphäre hat und eine recht große Gravitation. Deswegen muss man dort doch sehr stark abbremsen, um landen zu können. So, für die Landung warpen wir jetzt ein kleines Stück vorwärts, nicht zu sehr, denn wir müssen hier vor allem an der Horizontalgeschwindigkeit noch etwas ändern. Wenn wir jetzt ungebremst auf die Mondoberfläche aufschlagen, dann naja, sind wir zwar gelandet, aber Jeb dürfte nicht mal in einem Stück sein. Deswegen wird jetzt so ungefähr, ja, so ein Stück über die Oberfläche geworbt. Und jetzt wollen wir zunächst einmal, können wir gleich in diese Sicht gehen, die horizontale Geschwindigkeit so sehr abbremsen wie möglich. Denn es bringt uns nichts, wenn wir zwar flach über der Mondoberfläche fliegen, aber dafür so schnell in horizontale Richtung sind, dass wir trotzdem zerschellen. Sehen wir immer weiter, bis hier der radiale Punkt genau auf der 90-Grad-Linie ist. So, müsste hinkommen, jetzt fallen wir ziemlich gerade nach unten. Dann werden die Beine ausgefahren. Genau, da. Das Bezugssystem auf Surface geändert und gebremst. Hier nicht vertun mit der Höhenanzeige, denn das ist die Höhe über dem echten Nullpunkt, nicht unbedingt die Oberflächenhöhe. Deswegen wird die Oberfläche doch deutlich über der Null von dieser Anzeige liegen. Ich mache das immer so, dass ich zunächst einmal auf 100 Meter pro Sekunde runtergehe und mich dann weiter der Oberfläche nähere und sobald der Schatten zu sehen ist, mal gucken, wo sollte er sein? Ja, lieber jetzt schon, nicht zu spät. Da ist der Schatten. Weiter runtergehen, erstmal bis auf 50 Meter pro Sekunde. Wir können jetzt nämlich unsere Höhe über der Oberfläche immerhin daran abschätzen, dass wir dann auftreffen, wenn unser Schatten hier unten noch klein und wir zusammentreffen sozusagen. Das geht jetzt gerade relativ schnell und deswegen gehe ich jetzt runter auf 30 Meter pro Sekunde. Sollten nicht zu schnell, zu langsam sein, denn dann verbrauchen wir zu viel Treibstoff, aber auch nicht zu schnell, denn sonst können wir nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Jetzt sehen wir hier schon, wie wir sehr nah an der Oberfläche sind. Also gehen wir noch weiter runter auf 10 Meter pro Sekunde. Ja, das war jetzt schon fast zu viel. Ein bisschen seht ihr, ich bin nicht ganz auf Null, sondern ich versuche, ja, das irgendwie hier auf Stability Assist schalten, nicht mehr auf Retrograd. Ansonsten drehen wir uns um, sobald wir auf Null sind. So. Und dann gucken, dass wir eine Landegeschwindigkeit von etwa 1 Meter pro Sekunde haben. So. Sieht das gut aus? Und dann schalten wir ab. Und da sind wir. Gelandet auf dem Mond. Jeb ist der erste Kerbel auf dem Mond und darf jetzt ein paar kleine Schritte unternehmen. Dazu gehen wir hier auf EVA und können Jebediah auf dem Moon herumspringen und fliegen lassen.
Da freut er sich drüber, da freuen wir uns drüber. Sehen wir Kirwin von hier, unsere Heimat? Nein, ist auf der anderen Seite. Wir sind sozusagen auf der Rückseite des Mondes. Ist nicht weiter tragisch, denn wir wissen, irgendwann kommen wir auch wieder heim. So, Jet darf hier noch eine Flagge aufstellen. Wie benennen wir diesen Ort? Nennen wir ihn doch ganz kreativ. Erste. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt eine Taste gedrückt. Ich glaube, es war F11. Ja. Erste Landung. Ausrufezeichen. Jebediah war hier. Ausrufezeichen. So. Das ist es. Jetzt können wir noch für das Thumbnail einen Screenshot anfertigen. Ah ne, Druck funktioniert nicht. Ist ja nicht über Steam gestartet. So, F12 meine ich. So, jetzt haben wir aber einen Screenshot. Und ja, jetzt könnten wir hier Experimente unternehmen, wenn wir denn welche zu unternehmen hätten. Hab keine mitgenommen. Wir können aber auf jeden Fall ein EVA-Report machen. You start to say something dramatic and poignant about the plight of Kerberkind in this grand universe, only to be cut off by a random radio chatter that the situation is nominal. Keep experiment and bring it home. Wir haben keine Leiter an unser Schiff gebaut. Es macht nichts, denn auf dem Mond kann man auch mit dem Jetpack alleine fliegen. Deswegen geht's jetzt zurück zum Schiff. So ein bisschen gruselig ist das ja schon hier. Und dann wird wieder eingestiegen. B für Bord. So, wollen wir doch den Rückflug planen. Wir sind hier eben auf der Rückseite des Mondes. Wir wollen gerne wieder nach Hause. In welche Richtung fliegen wir? Das ist die erste Frage. Aber wenn wir auch einmal auf Surface klicken und Orbit sehen, klicken, sehen wir, dass der Mond sich ebenfalls in Richtung Osten dreht. Gut, sieht man hier gar nicht so, ne? Aber es ist so. Zwar nur 9,2 Meter pro Sekunde, so richtig viel bringt das also auch nichts. Aber für irgendeine Richtung müssen wir uns entscheiden. Also fliegen wir doch Richtung Osten. So, viel zu sagen gibt es gar nicht. Der Flug in den Orbit vom Mond funktioniert genauso wie in Kerbin. Wir brauchen eine deutlich geringere Geschwindigkeit, um einen stabilen Orbit zu haben, denn der Mond hat eine geringere Gravitation als Kerbin. Aber ansonsten funktioniert es genauso. Das heißt, wir starten jetzt einfach hier vom Mond und versuchen erstmal in einen Orbit zu kommen. So, unsere Lande- und Startstufe ist ausgebrannt. Aber das macht nichts, denn, wie gesagt, oh, wir sind sogar schon auf Fluchtgeschwindigkeit. Umso besser. Wir kommen ja gar nicht mehr in Orbit um den Mond. Wir könnten jetzt abbremsen, um es doch noch zu schaffen. Aber wir wollen ja auch aus dem Einflussbereich des Mondes raus. Deswegen, ja, eigentlich wäre es klüger gewesen, die andere Richtung zu fliegen. So kommen wir jetzt nämlich, kreuzen wir nämlich gleich nochmal die Umlaufbahn des Mondes. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wir verlassen jetzt den Einflussbereich des Mondes und dann wollen wir wieder nach Hause. Das heißt, können wir noch einmal uns verabschieden, sind schon 40 Kilometer von dem Landepunkt weg und warpen ein wenig. Da können wir eigentlich auch schon mal hier die nicht mehr benötigten Teile abwerfen. So, jetzt wird gewarpt und zwar bis wir ganz aus dem Einflussbereich des Mondes raus sind, also bis hierhin. Auf Wiedersehen, Moon. So. Und jetzt sind wir wieder im Orbit um Kerbin. Nicht im stabilen Orbit. Wenn wir einfach so weiterfliegen würden, dann ja, würden wir die Umlaufbahn um Kerbin verlassen und irgendwo durchs weite All streifen. Aber da wollen wir heute mal ausnahmsweise nicht hin. Und daher fliegen wir jetzt noch etwas nach außen, damit der Mond uns überholen kann. Denn sonst sind wir gleich wieder im Einflussbereich des Mondes. Und da wollen wir eigentlich gar nicht hin. So sollte das schon reichen.
Kann ich den Timeout nicht unterbrechen? Muss doch eigentlich gehen. So. Und jetzt Retrograd, jetzt wieder relativ zu Kerbin. Und dann wird abgebremst. Jetzt sind wir wieder im Orbit um Kerbin. Da oben ist auch Minmus, der zweite Mond. Aber wir wollen ja gern nach Hause, deswegen immer weiter abbremsen. Der Treibstoff reicht auch locker. Und dann gehen wir so weit runter, bis die Periapsis auf ungefähr den 70 Kilometern ist, auf denen die Atmosphäre anfängt. Nicht zu weit, denn wir sind doch jetzt recht hoch und wahrscheinlich würde der Hitzeschild reichen, aber wir wollen es ja nicht riskieren und uns erst gar nicht uns das gar nicht angewöhnen mit der zu hohen Geschwindigkeit. Deswegen auf 65 runter, dass wir dann leicht in der Atmosphäre sind, aber immer noch den Terrier vernünftig benutzen können. Und dann wird wieder gewarpt. 2 Tage. Jetzt sehen wir auch, der Mond kommt uns nicht mehr in die Quere. Bis wir wieder hier unten sind. Jetzt sehen wir auch hier. Hier ist noch etwas weiter runter, bis wir unter 100 Kilo, 100 Meter sind. Ne, 100 Kilometer sind. 100 Meter wäre ein bisschen wenig. So. Und jetzt sehen wir hier nämlich, die Geschwindigkeit ist doch sehr hoch. Das heißt, es wird gleich sehr heiß. Also abbremsen. Jetzt können wir eigentlich auch den Rest des Treibstoffs, den wir haben, verfeuern. Es sei denn, wir legen einen besonderen Wert darauf, wieder am Space Center zu landen. Erstmal finden, wo das ist. Hier drüben wäre das. Aber da ist Nacht jetzt gerade und das ist im Video so doof. Und da versuchen wir doch eine Landung hier in der Wüste. Wüste ist doch. Ne, bis wir da sind, ist es auch Nacht. Das ist auch Kacke. Kommen wir einfach irgendwo runter. So. Jetzt bremsen wir auf jeden Fall so weit ab, dass wir ja, wieder auf Kerbin landen können. Das muss jetzt nicht wie beim Mond so sein, dass die Periapse tatsächlich im Planeten ist. Denn Kerbin hat eine Atmosphäre, die uns noch weiter abbremsen wird. Also ungefähr so, schätze ich, wird das reichen, damit wir hier noch auf dem Landstück runterkommen. Ein bisschen mehr vielleicht. So. Und dann ist der Rest ganz einfach, wie gehabt. Wir können jetzt schon auf die Stufe gehen und den Fallschirm aktivieren und dann wird nur noch gewarpt, bis wir unten sind. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und auch was gebracht. Ich bin immer dankbar für jegliche Kritik und Anregung und so weiter. Und ich bin auch noch nicht sicher, was die nächste Folge beinhalten wird. Ich denke, nach diesem Video wird erstmal wieder etwas anderes kommen, vielleicht PUBG, aber danach dann der nächste Teil der Kerbal Space Program Tutorial Reihe. Entweder kommt da dann der Flug zu einem anderen Planeten oder eine Einführung in Gravity Assist. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch nennt. Gravitationsassistent klingt irgendwie doof. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was dann als nächstes kommt. Vielleicht habt ihr Anregungen, was der nächste Teil der Tutorial Reihe beinhalten soll. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.